Willkommen zur ersten Folge von Frag Think Big. Was machen wir bei Frag Think Big? Wir von der Think Big Digitalwerkstatt beantworten in regelmäßigen Abständen Anfragen, die bei uns reingekommen sind, nochmal für alle. Weil wir denken, das könnte auch einige andere von euch interessieren, wenn ihr zum Beispiel ein Projekt habt, ihr das gleiche Problem habt, könnt ihr euch einfach dieses Video anschauen und wisst dann ebenfalls Bescheid. Kommen wir zur Supportanfrage der Woche. Die kommt von Lina und Lina fragt, gerne möchten wir für unser Projekt eine Map erstellen, der wir die Standorte verlinken können. Gedacht hätten wir ursprünglich an eine Webpage mit Informationstexten, Videos und der besagten Map. Leider können wir keinen Hoster finden, der uns nicht an dauerhafte Kosten bindet. Deshalb unsere Frage, gibt es im Rahmen der Think Big Förderung eine Plattform oder Hilfestellung bei der Erstellung einer Webpage? Oder sollte es lieber über unseren offiziellen Blog laufen? Können wir unseren Blog mit einer Map verlinken? Beziehungsweise es ist ja jetzt nicht nur eine Frage, sondern ziemlich viele Fragen in einer Mail, die aber für, glaube ich, viele von euch interessant sein könnte. Zunächst einmal, eine Plattform oder ein Webserver von Think Big gibt es nicht, wird nicht bereitgestellt. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine eigene Homepage aufsetzen wollt, dann müsst ihr das natürlich aus eurem laufenden Budget bezahlen und finanzieren. Das müsst ihr einfach mit einplanen. Da gibt es sehr viele Hoster. Ich würde, glaube ich, hier in den YouTube-Links einfach mal ein paar reinpacken. Da könntet ihr euch einfach was raussuchen. Mir ist jetzt auch kein super toller, kostenloser Webhoster bekannt, mit dem man irgendwie Homepages super toll verwalten könnte. Es gibt die Möglichkeit, mit WordPress halt irgendwie einen kostenlosen Blog zu erstellen, das ist aber stark eingeschränkt. Und wenn ihr da zum Beispiel eine eigene Domain haben wollt oder das weiterentwickelt wollt, ein spezielles Theme haben wollt, dann kostet das und die Kosten könnte man eigentlich auch investieren, um direkt eigentlich einen eigenen Webhoster zu bezahlen und dort seine Webpage zu betreiben. Die meisten Hoster sind auch relativ günstig, die laufenden Kosten im Monat sind echt nicht hoch, finde ich, kann man mal von seinem Projektgeld finanzieren. Und die meisten bieten auch so einen sogenannten One-Click-Installer an, das heißt WordPress könnt ihr mit einem Klick dort installieren und dann nach eurem Geschmäckle gestalten. Wenn ihr dann mal eine eigene Webseite oder einen eigenen Blog aufgesetzt habt, lässt sich Kartenmaterial relativ leicht einbinden. Es gibt ein Tool, das nennt sich UMAP. Das basiert alles auf OpenStreetMap, ist alles Open Source. Da könnt ihr Karten so gestalten, wie ihr wollt. Das heißt, wie ihr das vorhabt, Standorte in einer Karte verlinken, die mit Informationstexten versehen und noch andere grafische Elemente einbinden. Schaut euch das einfach mal an. Und die Karte, die ihr bearbeitet habt, könntet ihr dann in eure WordPress-Seite einfach integrieren. Das ist relativ easy. Wenn ihr Hilfe braucht, natürlich helfen wir euch immer mit Rat und Tat bei der Erstellung einer eigenen WordPress-Seite. Wir haben dazu auch mal einen Videochat gemacht, den würde ich an dieser Stelle jetzt irgendwo hier verlinken. Und auch zur Erstellung von eigenen Karten haben wir auch schon mal einen Videochat gemacht und den findet ihr hier irgendwo. Hier, vielleicht hier? Nein, hier. Erster Tipp, eigene WordPress-Seite auf eigenen Hoster ist gar nicht so teuer, wie man meint. Ja, von Think Big gibt es keinen eigenen Server. Und zweitens, UMAP nutzen für die Erstellung einer eigenen Karte. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch immer an uns wenden. Wir sind unter dieser WhatsApp-Nummer erreichbar, permanent. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an digital@think-big.org. Das war's von mir und der ersten Folge Frag Think Big. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, meldet euch bei uns, wir helfen euch. Macht's gut. Tschüss.